Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing des Samsung Galaxy Note 4. Wir möchten euch das Gerät heute vorstellen und mit euch gemeinsam auspacken. Wenn ich hier auch gleich die Schachtel öffne, dann steht natürlich hier wie immer das Gerät auch im Vordergrund. Und wenn ich das auch gleich von der Folie befreie, so das legen wir hier zur Seite, dann können wir uns das Gerät von allen Ecken und Enden anschauen. Es liegt grundsätzlich sehr gut in der Hand. Hier natürlich die Lautstärkenregelung wie gewohnt. Hier natürlich dann Micro-USB zum Aufladen bzw. der S-Pen. Hier dann auch der Sperrbildschirm. Und wenn man es umdreht, haben wir natürlich Kamerablitz bzw. auch dann hier noch einen Sensor. Also von der Haptik her, es liegt sehr gut in der Hand. Es sieht sehr schön und sehr hochwertig aus. Jetzt lege ich das Gerät aber zur Seite und schaue in die Packung selbst hinein. Und hier befinden sich, wie ganz gewohnt, diverse Anleitungen, Quick Start Guide und so weiter, Ladekabel, hier sehen wir noch den Akku darunter versteckt, Strom bzw. zum Auswechseln des S-Pens und hier auch noch einmal dann laut die Kopfhörer mit Wechselzubehör. So, wir möchten uns das Note 4 jetzt auch noch einmal von innen anschauen. Hier vom Sperrbildschirm zum Beispiel würden wir auf die Kamera kommen. Und was uns aber als erstes auffällt, wenn wir uns das Gerät anschauen, ist im Prinzip das Display, das ein Quad HD Super AMOLED Display ist und wirklich eine unglaubliche Schärfe und Detailtreue uns im Prinzip zeigt. Grundsätzlich das Betriebssystem, wie wir es von Samsung gewohnt sind, ist ein Android-Betriebssystem. Schaut auch aus wie das gewohnte Android-Betriebssystem, eben wie wir es schon kennen von anderen Geräten auch aus der Samsung-Familie. Jetzt möchten wir uns noch einmal den S-Pen anschauen, also für diejenigen, die vielleicht noch nicht gewohnt sind, mit einem S-Pen zu arbeiten. Hier habe ich die Möglichkeit, auch am Druckpunkt das Menü aufzurufen und mir hier eben auch die Befehle anzuschauen. Ich kann aber natürlich auch auf das Display draufklicken oder drauf tippen und so beispielsweise die Kamera aufrufen und eben mein Note 4 auch mit dem S-Pen steuern. Unser Fazit, ein super schönes Gerät, liegt super gut in der Hand, hat wirklich ein sehr geiles Display, wie man sehen kann. Daher ganz klare Empfehlung unsererseits, ein Gerät, das man, mit dem man sicher viel Spaß hat und mit dem man sehr, sehr viel anfangen kann. Für mehr Informationen werden wir auch noch einen Testbericht aufbereiten, wo wir verschiedene technische Details mit hineinnehmen werden und wo wir das Gerät natürlich auch noch einmal auf Herz und Nieren im Alltag auseinandernehmen werden. Ihr könnt euch aber auch in unserer A1 Support Community an uns wenden, euch über Facebook an uns wenden und Fragen stellen. Wir stehen euch natürlich immer mit Antworten bereit. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe mich gefreut. Tschüss, Baba.